Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Nimm dir für diesen Vorgang den Luftfilter zur Hand, den du in der Videobeschreibung findest. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So ist es einfach, zum Luftfilterkasten zu gelangen, um den Filter zu wechseln. Nimm die Motorabdeckung ab. Nimm dir einen Einsatzschraubenzieher und einen Torx T20 Einsatz, um die drei Halteschrauben am Flansch des Luftfilters ganz abzuschrauben. Hebe den Flansch an, um ihn leicht zu kippen, und zieh ihn zu dir hin, um ihn herauszunehmen. Nimm den alten Filter heraus. Bevor du den Filter einbaust, ist es wichtig, die Verschmutzungen im Luftfiltergehäuse gut zu reinigen. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool. Nimm den neuen Filter zur Hand. Vergleiche den neuen Filter mit dem alten, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Setz den neuen Filter ein. Versichere dich, dass die Gummidichtung richtig platziert ist. So kannst du den Flansch einfach wieder einsetzen. Wenn du den Flansch wieder einsetzt, kippst du ihn leicht, um zuerst die ineinandergreifenden Laschen einzusetzen. Kipp ihn dann wieder zurück, damit er am Filterkasten anliegt. Zieh die drei Schrauben wieder an. Setz schließlich die Motorabdeckung wieder auf. Vorgang beendet. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich.